vor Lampedusa mit mehr als 360 Toten. Zehntausende Menschen wurden dank Mare Nostrum gerettet. Jetzt gibt es nur noch die deutlich kleinere EU-Mission Triton. Die soll aber in erster Linie die EU-Seegrenzen sichern und nicht unbedingt Leben retten. Düstere Aussichten für die Flüchtlinge. Das Wetter im Herbst macht es oft schwer, das Schiff überhaupt zu erreichen. Aber heute hat sich das Mittelmeer nach einem Sturm schnell beruhigt. So haben einige Journalisten die Chance, bei einer der ersten Fahrten von Operation Triton dabei zu sein. Leutnant Precioso ist der Einsatzleiter an Bord des portugiesischen Schiffs. Seit dem 2. November ist seine Mannschaft für ein riesiges Gebiet vor der italienischen Küste zuständig. Das Hauptproblem ist, dass wir nicht das ganze Gebiet abdecken können. Also brauchen wir Unterstützung aus der Luft mit Informationen, wo wir suchen sollen. Deshalb ist ein Flugzeug der finnischen Küstenwache ebenfalls im Einsatz. Triton hat mit rund 3 Millionen Euro pro Monat nur ein Drittel so viel Geld wie das auslaufende italienische Programm Mare Nostrum. Die europäische Grenzagentur Frontex besteht darauf, sie wolle Mare Nostrum gar nicht ersetzen. Das obwohl das italienische Programm in nur einem Jahr über 100.000 Menschen aus dem Mittelmeer gefischt hat. Und das hat die italienische Marine auf bewundernswerte Weise gemacht. Wir bei Frontex fühlen uns absolut verpflichtet, Leben zu retten, aber unsere Aufgabe ist klar, die Sicherung der Grenzen. Also kontrolliert Frontex in einem Radius von 30 Seemeilen vor der Küste. Weiter nicht. In großen Teilen der internationalen Gewässer müssen Migranten in Zukunft deshalb auf die Rettung durch Handelsschiffe hoffen. Migranten wie der 24-jährige Mamadou Sané. Italienischkurs im Migrantenheim der Caritas in Palermo. Wie fast alle hier kam Mamadou Sané auf einem modrigen, überfüllten Boot aus Libyen. Er überlebte dank der Rettung durch Mare Nostrum. Ich habe gehört, dass sie Mare Nostrum einstellen wollen. Wenn sie das wirklich machen, wäre es eine riesige Katastrophe. Ich glaube nämlich, dass die Leute trotzdem kommen werden und dann aber nicht gerettet werden. Die Boote werden sinken, weil sie sehr schwach sind. Damit widerspricht Mamadou Sané dem wichtigsten Argument der Mare Nostrum-Gegner. Sie sagen, die Migranten wagen die Überfahrt nach Europa nur, weil sie mit der Rettung durch die Italiener rechnen können. Heute jedenfalls findet die Triton-Patrouille nichts Ungewöhnliches. Über Erfolg oder Misserfolg der gesamten Mission wird im Lauf der kommenden Monate die Zahl der Toten und geretteten Migranten entscheiden.